today I will find him. Hey Leute und herzlich willkommen bei Let's Play Shine. Vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich ja bereits die Demo gespielt, die bei mir und auch bei euch ziemlich gut angekommen ist. Und ich habe jetzt eine Pre-Release-Version von den Entwicklern bekommen, worüber ich mich sehr freue. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, noch kurz zum Spiel selbst. Es kommt am 14. Juli, also in ein paar Tagen raus. Und zwar könnt ihr euch das Spiel holen auf Desura oder auch im Humble Store. Leider noch nicht bei Steam, aber ihr könnt bei Steam Greenlight für das Spiel voten, sodass es dann in naher Zukunft in den Store kommt. Das würde mich natürlich sehr freuen, das würde die Entwickler freuen. Und viele von euch wahrscheinlich auch, weil die meisten ja bei Steam angemeldet sind. Und das einfach die, ja, bekannteste, beliebteste Plattform ist. Von daher wäre das natürlich super, wenn es das Spiel in den Store schaffen würde. Ja, wir spielen die Vollversion. Ich freue mich total darauf. Und ich gehe jetzt hier erstmal nach links. Can't give up hope. I must find him. Okay, gut. Aber links kommen wir nicht wirklich weiter. Natürlich müssen wir nach rechts. Und ich freue mich echt total, dass wir jetzt gar nicht so lange warten mussten. How long has it been? Days? Weeks? Months? Every day I come back here. Yeah, und the place I last saw him. Ich denke, wir werden jetzt auch einiges über die Story erfahren. Stone. Why is it glowing? Ja, warum leuchtet er? Ich habe ja in der Demo schon so meine Vermutung geäußert. Er sucht ja... Are these floating in midair? Er sucht ja seinen Sohn. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Können wir eigentlich schon das Licht benutzen? Nein, können wir noch nicht. Dann springen wir erstmal weiter. Looks like a dead end. Can't even see the bottom of the pit. I have to turn back. But you have already come this far. What was that? Jump. I must be imagining things. Jump. It is the only way. Wir müssen jetzt wirklich in den Abgrund hier springen. Hui. Am I alive? Yes. Come closer. Das Licht. Now, look what we have here. A lost wanderer and in such a dangerous swamp. Who's there? That light. That's you, isn't it? What do you want from me? Why so rude, little fellow? Maybe I don't want anything from you at all. Maybe I want to help you. Don't be ridiculous. Spirits don't help people. My son, he's gone. Are you so sure? You know, spirits are also magical. Magical? Look at me. I am a floating ball of fire. Quite magical, wouldn't you say? Yes. But how would you help me? I have certain powers. Just take me with you and you will see. Do you mean my powers? Do not worry. My flame will not harm you. It can make you see things in a different light. You will understand soon enough. I'm not sure if I should trust you. Well, you really have no choice other than to climb back up. It looks quite far from here. Guess you're right. All right, let's get going. But I'm watching you. Okay, LB gedrückt halten. Whoa. What's this? Everything looks so different. That is what I meant with my light changes everything. You mean there are unseen worlds? Of course. There's always more to your surroundings than meets the eye. Sure. What happened to me? What? Oh, you mean your new look? Well, since you're part of this world, you change as well. Do you understand? I suppose. Ja, und das Ganze basiert auf der Mythologie des Irrlichts, die besagt, dass die Irrlichter die Menschen in die Sümpfe führen, um sie dort, ja, zu verwirren und eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ins Unglück zu treiben.
Von daher bin ich sehr gespannt, was uns hier noch erwartet. Das Licht scheint ja erstmal freundlich zu sein. Kann ich hier runter? Huch, ja. Okay. What's this supposed to be? Door? Take a closer look. It is a portal which allows you to quickly travel through the swamp. Is it safe? Of course it is. What kind of guide would I be if I put you in danger? And where does this door lead? You will see. Now come on, do not dawdle. Ich muss sagen, ich finde die Stimme von der Frau echt richtig gut. Ah, schaut mal, wir haben eine kleine Karte. Ein schummriger Ort. Licht ins Dunkel. Ah, jetzt sind wir am schummrigen Ort. Oh, what a way to travel. You better get used to it. I already feel I'm losing my way. I need a map to get back after I find my son. Trust me, I will not let you get lost. Yeah, but I think I should draw a map. Suit yourself, but a lousy map will not help you in this murky place. Ah, hört ihr, es geht nämlich schon los hier mit der Verwirrung. Er braucht eine Karte und das Licht sagt, er würde auch so durchkommen. Wow, nein, das wollte ich nicht. Da wird es bestimmt noch einige Stellen geben, die hier ein bisschen tricky sind. So. Und so. Die Musik ist auch total schön. Say, what's with these stones? I mean, why do they start glowing when I pass? They react to all creatures and serve as guideposts to make sure you do not get lost. Do you think my son came along this way? Perhaps. Wie komme ich denn da oben hin? Seht ihr, da leuchtet es nämlich noch gelb. Das ist doch bestimmt wieder eins der Sammelobjekte, oder? Wie komme ich dorthin? So nicht. Aber so auch nicht. Nee, schade. Hier ist auch nichts. Da geht's auch nicht nach oben. Vielleicht sieht das auch gerade nur so aus. Ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal ein Stückchen weiter. Oh, Dornen. Uah, das passt nicht. Dornenranken. Das wird mir hier bestimmt noch einige Male passieren, dass ich irgendwo runterfalle oder zu spät, zu früh drücke, wie auch immer. So, ich kann doch jetzt rüber. Oh, wow. Wow, okay. Gut. Also das Licht dort auf keinen Fall wieder anmachen. So. So. Und rüber. Da oben komme ich aber hoch. Nur wie? Ah, ich könnte vielleicht da drauf. Hier und hepp und hepp. Sehr schön. So, jetzt vorsichtig nach unten. Ach so, muss ich hier drauf? Okay. Dann hier hin. May I ask you something? You just did. What is this place? I mean, what? A swamp, as you can surely see. I can see that. How come there are portals, floating platforms, these glowing stones? Well, this is not an ordinary swamp. If it were, neither of us would be here, wouldn't we? Few know how it came about, but do not worry. As long as I'm with you, it is a safe enough place to be. And what happens if you're not? Wow, das schaffe ich nicht. Nein! Oh, ich hab das Sammelobjekt verloren. Okay, das möchte ich aber gerne haben. Springen wir nochmal rüber. So. Oh, na, Menno. Ach Mann. So, rüber. Ich weiß gar nicht, ob unser Charakter hier auch einen Namen hat. So. Jetzt im passenden Moment. Ah, nein, im passenden Moment springen, wollte ich sagen. Ja, so Timing-Geschichten, ne? Das ist ja absolut mein Ding.
So, wir machen uns ein bisschen Licht. Und hepp. Und oh mein Gott, was tue ich hier? Jetzt aber ein bisschen Konzentration. So, rüber. Rüber. Ah! Ich schaff den Sprung nicht. Ich schaff den einfachsten Sprung nicht. Direkt in der ersten Folge. Was ist denn hier los? So. Diese Sammelobjekte können wir uns ja später auch mal anschauen. So, nochmal. Hep. Stell ich mich mal so hin. Ja, geschafft. Okay. Sehr gut. Da geht es weiter. Oh, das ist ein fieser Sprung. Aber ich könnte wahrscheinlich auch da unten drauf stehen. Nein! Das war... Oh nein! Da bin ich zu knapp abgesprungen. Ja, ich weiß nicht, ob der gute Herr einen Namen hat. Huh, das war auch knapp. Sehr gut. Stelle ich mich mal hier so hin. Hui. Nein! Oh, Menno! Es tut mir leid, dass ich hier so lange brauche. So, jetzt packen wir es aber. Ich bin mir sicher. Hep. Und hep. Hep. Was? Oh, das gibt's doch nicht. So. Jetzt packen wir es. Ich bin mir sicher. So. So. Sehr gut. Sehr gut. Das war der Sprung, den ich nie geschafft habe. Puh, sehr gut. Da ist ein Sammelobjekt. Das war doof, aber ich habe es bekommen. Sehr gut. Sind diese Steine wohl Speicherpunkte? Dass wir das nächste Mal dann direkt von hier weitermachen können. Ah. Okay, wir müssen hier auf diesen Ästen, sieht ein bisschen aus wie Bambus, ne? Nach oben springen. Nein. So und so und so. Und da müssten wir dann das Licht ausmachen. Ah! So, jetzt klappt's, jetzt klappt's. Ich bin mir sicher. Sehr gut. Ha! Nein, das war doof. So. Okay, unter uns sind Stacheln, also vorsichtig. Oh, was ist hier? Muss ich wieder in den Abgrund springen? Wow! Wow, was war das? Wo muss ich da hinspringen? Erstmal auf den hier. Nein, auf den. Nein. So. Wo muss ich denn da hin? Ich weiß nicht, ob hier unten... Schaut mal, sind da noch Stacheln? Nee, die sind nur hier vorne. Was ist, wenn ich jetzt das Licht ausmache? Ah, ach so, da komme ich zum Portal. Gut. Flussquerung. Oh, jetzt hat es angefangen zu regnen, oder? Jetzt geht's auch los mit den Rädern hier. Und es gibt ja auch diese Laternen. How cogwheels? As you can see. But how does it work? It's a magic cogwheel. Magic. The light affects all parts of this world. So what else can it do? You will see in time. Okay.
Oh, nein, nein. Man muss echt aufpassen, dass man nicht zu schnell agiert und das Licht aus- oder anmacht, um einfach mal zu gucken, was hier so ist, weil meistens stirbt man dann und muss nochmal von vorne anfangen. So. Ich lasse es jetzt einfach mal die ganze Zeit an. So. Also das ist schon cool gemacht, finde ich. Ah, da müssen wir wahrscheinlich hin. Hui, weiter auf mich, Plattform. So, und jetzt? Wo geht es denn jetzt lang? Soll ich mal einfach wieder nach vorne springen, gucken, was passiert? This is a really convenient way to travel. It's like being on a boat. Do not get too comfortable with such transportation. Ach so, ich kann hier drauf stehen bleiben. Ach so, okay. So, jetzt wieder drauf. Hier drauf. Oh, jetzt wird's knifflig. Sammelobjekt. Ah, das fährt nicht weiter. Nein, fahr weiter. Fahr da unten durch. Sehr gut. Komm, komm, noch ein Stückchen. Nein, fahr weiter. Ich weiß nämlich nicht, ob ich da hinten direkt von hier drauf springen kann. Ich kann es ja mal versuchen. Nein. Das hat nicht funktioniert und ich muss ganz von vorne anfangen. Und wo ist jetzt... Wo ist jetzt mein magisches Zahnrad? Es rollt hier wahrscheinlich rechts irgendwo rum noch, oder? Wo ist es denn? Ach, da ist es. Okay. Also nochmal... Das wird ja, wenn ich das richtig verstehe, vom Licht angetrieben. So drauf. Jetzt darf ich gleich oben das Sammelobjekt nicht vergessen. Ich möchte die natürlich alle holen. So, weiter, weiter, weiter. Und hepp, und hepp. Na, fahr doch weiter. Wow, geschafft. Okay. Hier direkt aufs nächste. Huh, huh, huh. Weiter, weiter, weiter. Fahr, fahr. Weiter, fahr weiter. Nein, nein. Nein, nein. Nein. Nein, das finde ich nicht gut. Aber ich kann ja direkt von hier wieder weitermachen. So. Wow. Fahr, 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 fahr. Warum fährst du nicht? Nein, du fährst jetzt weiter. Bitte nach rechts. Es will nicht. Es will nicht. Komm. Sehr gut. Sehr, wow, sehr gut. Ich komme nicht hoch. Hui. Ja, es ist teilweise ein bisschen tricky. So, jetzt. Da drauf. Nein, 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 nein. Nein, bleib hier. Nein. Fahr nach rechts. Fahr weiter nach rechts. Es fährt nicht weiter, aber da ist sowieso das Ziel. Also hoffe ich, dass wir... Nee, das schaffen wir nicht. Nein. Oh Mann, Plattform. Warte. Mann. Das hätten wir so nicht geschafft. Muss ich jetzt noch mal ganz von vorne, ne? Von hier. Fahr weiter. Fahr weiter. Ah, jetzt komme ich hier nicht hoch.
Komm schon. Sehr gut. Und hepp und hepp. Und wieder drauf. Okay. Aber warum... Es fährt nicht weiter, wenn ich hier nicht weitermache, ne? Hey. Ah. Ah, schaut mal. Geschafft. Gott sei Dank. Da wird auch direkt die Musik dramatischer. Au. Ich habe gedacht, wir wären schon vorbei. Okay. Hep. Aber das Ding kommt nicht mit. Das ist doof. Ich glaube, ich mache das... Es ist weg. Ich glaube, ich mache das irgendwie noch falsch mit diesen sich bewegenden Zahnrädern. Was? Ich war schon lange vorbei. Also, nochmal. Go. Weiter. Ah, oh. Nein! Oh Mann, oh. Also es macht auf jeden Fall super viel Spaß. Auch wenn man es nicht schafft, auch wenn man hier manche Sachen wirklich dann 10-mal machen muss. Es ist... Ah, es ist cool, es macht Spaß. Puh, geschafft. Oh Mann, ich weiß doch nicht, wann dieser Dornbusch zu Ende ist. Also da muss man auch teilweise wissen, was als nächstes kommt. Ah, Mann! Man muss teilweise wirklich ein paar Mal sterben. Sag ich jetzt einfach mal so. Das muss so sein, dass man stirbt. Hep. Weiter, weiter, weiter. So. Ich warte jetzt einfach ein bisschen. Puh, sehr gut. Oh, ich nehme jetzt einfach mal... Oh, oh, nein, vielleicht doch nicht. Nein! Oh, Menno! Ist doch fies. Na, komm schon. Jetzt kommt der Dornbusch. Abwarten, abwarten. Okay, weiter, 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 weiter. Puh, ich weiß nicht, wann der Busch zu Ende ist. Jetzt. Brauchen wir das Ding noch? Jetzt ist es zu spät.